Ich möchte mit Ihnen jetzt einmal über das Heiligste überhaupt reden. Ich möchte nicht mit Ihnen über den lieben Gott reden, über Allah oder die sieben Zwerge. Nein, mir geht es heute um das Auto. Das Auto, oder? Das Auto, wir waren großer Fan des Autos. Rückzugsraum, Ritterrüstung, Aquarium für die Autobahn. Es war sowas wie Charakterersatz, beste Freundin, Gefährtin oder auch Affäre. Das Auto, ja, im Grunde genommen für die meisten Männer war es seit jeher und wahrscheinlich bis immer ein Penis. Das muss man einfach sagen. Es war der Ersatzprängel, ja, der Erweiterungsschwengel, der große Ding-Dong für Außerhose. Es war das Gemächt, das Gemächt, man weiß es nicht. Das letzte wahre Glied in der Kette der Brunftmittel. Es war der Ritzenpopler für die PS-Uschis. Ja, das Auto. Jahrelang haben wir daran geglaubt. Und was ist jetzt? Man hat es uns genommen, unser Kind hat man geraubt, die Frau geschändet, den Lebenssinn entzogen. Der Dieselskandal. Hand hoch, wer von Ihnen fährt einen Diesel? Ja, okay, und das sind die, die ehrlich sind. Es ist so. Man hat uns verarscht, man hat uns betrogen. Die Wirtschaft und die Politik hat uns im Grunde genommen eunuchisiert. Aber schlimmer noch, bevor sie uns die Eier abgesäbelt haben, nein, haben sie nochmal kräftigst reingetreten und sie dann erst uns genommen. Wir wurden komplett verarscht. Und was machen wir? Wir machen nichts, weil es nun mal automobile Liebe ist. Und Liebe ist ja nicht rational. Klar, es wurden nur ein paar kriminelle Autos gebaut. Ausgesuchte Manager gingen in den Knast. Und der Vorstand, ja, dieser heilige Vorstand, der wusste ja von nichts. Ne, diese Crème de la, ich kann alles, weiß alles und ihr könnt mich mal, die wussten von nichts. Das glauben sie doch selbst nicht, oder? Glauben sie das wirklich? Ich sage, es ist doch wahrscheinlicher, dass Jesus einen Dinosaurier vergewaltigt hat und daraus Helene Fischer entstanden ist, als dass dieser Vorstand nichts wusste. Kommen Sie. Hör mal. Das ist die Machtelite. Die holen sich auf solche Informationen einen runter. Aber was machen wir? Wir, die Konsumenten, wir machen nichts. Im Gegenteil. Im letzten Jahr hat VW mehr Autos verkauft denn je. Es ist wirklich so. Wir, die Verarschten, sind hingegangen und haben gesagt, hör mal, habt ihr noch was Verarsche? Und dann haben wir die Verarsche, wir haben uns selbst verarscht. Und das regt mich auf. Und ich bin zu meinem 26-jährigen Neffen bin ich hingegangen und habe gesagt, hör mal, wie siehst du das mit den Autos? Und da hat er gesagt, es sei ihm egal. Und da habe ich gesagt, Und dann meine ich jetzt, wie jetzt? Aber ich meine, du musst doch... Und dann meinte, nee, er hätte kein Auto. Ihm wäre das mit dem Statussymbol, das würde er eh nicht kapieren. Er hat einfach sämtliche Carsharing-Apps, die es gibt. Und dann leiht er sich immer Autos, so wie er sie braucht. Braucht ein schnelles, leiht er sich ein schnelles. Braucht ein langsames, leiht er sich ein langsames. Ein praktisches, ein cooles und so weiter. Und wenn er keins braucht, leiht er sich keins. Und da habe ich gesagt, ja, Moment mal, dann hast du ja gar kein Auto. Und dann meinte er, stimmt. Und dann meinte er, ist doch super. Ich habe keine Kosten, keine Probleme und wenn ich will, fahre ich Bahn. Da habe ich gedacht, was für ein Pimmel. Wissen Sie, was das Problem ist? Meine lieben Freunde und Freundinnen, Autofahrerinnen und Autofahrer, das Problem ist folgendes. Genau. Ich reagiere auch mittlerweile allergisch auf diese Situation. Nein, auf Gottes Willen. Das Problem ist doch, junge Leute haben begriffen, dass wir jahrelang wie die Deppen einen viel zu hohen Preis fürs Fahren bezahlt haben. Wir wurden indoktriniert. Ja, wir wurden für dumm verkauft. Und jetzt soll ich das einfach einsehen. Ich hasse junge Leute. Nein, liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, Freunde und Freundinnen, ganz klar, wir müssen jetzt hier in dieser Stunde zusammenstehen. Wir müssen das System am Laufen halten. Wir müssen auch junge Leute zur Blindheit erziehen. Ich habe keinen Bock, ich habe 3 Autos. Nein, wirklich, es ist, wir müssen daran arbeiten. Kommen Sie, wir sind Autofahrer, wir sind Autonation. Und selbstverständlich zahle ich die Umrüstung. Nehmt meine Steuergelder, die für Bildung, Soziales und Arbeit vielleicht gedacht waren. Nein, und gebt sie diesem Arschmanager irgendeines Weltunternehmens. Natürlich zahle ich die Strafen. Ich bin Deutscher. Ich denke nicht, ich bin Masse. Und ich bin Opfer, immer, selbst als Täter. Es ist so. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Wir müssen hier als blinde Masse zusammenhalten. Deshalb heißt es doch Volkswagen.
Und früher hat man ein Auto nicht gelenkt, nein, man hat es geführt. Das waren Zeiten. Wissen Sie, was das Allerschönste ist? Wenn Sie bei dem Logo von VW das W herauspicken und die äußeren Schenkel wegnehmen, wissen Sie, was dann übrig bleibt? Ein schöner, saftiger Mittelfinger. Und ich glaube, genau das ist es, was die Autonation Deutschland eigentlich verdient. Dankeschön. Das war schon verdammt witzig. Aber wissen Sie was? Es kommt noch viel, viel anderes witziges Zeug, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Ich würde es machen. Machen Sie es. Hier drücken oder da.